Hallo meine lieben Total War und Warhammer Fans da draußen und herzlich willkommen hier zu Total War Warhammer 2 Curse of the Vampire Coast. Oh, und da hat der gute Luthor Harkon uns gleich einmal umgeballert. Ja, das hier ist einer der vier neuen Charaktere der neuen Fraktion der Vampirfürsten oder Vampirküste, wenn man so will, die wir mit dem DLC, der ab dem 8.11. zu haben ist auf Steam, spielbar ist. Ihr könnt das Spiel, oder besser den DLC, wenn ihr wollt, auf Steam kaufen. Falls ihr ihn allerdings ohnehin vorhabt zu kaufen und ja, oder vielleicht im Laufe des Let's Plays es euch übermannt und ihr euch sagt quasi, ach komm, das will ich haben, dann würdet ihr mir eine große Freude machen, wenn ihr es bei GamesPlanet über meinen Shop-Partner-Link kaufen würdet. Deswegen steht auch Werbung für GamesPlanet, das muss ich einblenden. Damit ihr wisst, dass das hier eine Werbung für einen Shop ist, bei dem ich Affiliate bin. Also wie gesagt, wenn ihr es dort kauft, dann unterstützt ihr mich und bekommt das Spiel auch noch, zumindest derzeit, um 20% günstiger. Standardmäßig kostet der DLC nämlich 17,49 € und momentan ist es bei 13,99 €. Also könnte sich für euch lohnen, für euch kommen keine Zusatzkosten dazu. Es wird für euch tatsächlich nur günstiger, als wenn ihr es zum Beispiel auf Steam kauft, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt kurz vor Release. So, gehen wir mal hier auf die Charaktere ein. Drei der vier Vampir-Kommandanten, die wir in der Zukunft hier uns also erspielen können, wenn wir diesen CLC haben, sind offizielle Charaktere. Einmal wäre hier Luthor Harkon, das ist der, der uns gerade eben die ganze Zeit so freundlich ins Gesicht schießt und sich immer so schön verneigt. Dann kommt ja der berühmte Graf Noctilus. Den kennen wir sicherlich auch schon, vor allem dann, wenn wir häufiger über die Ozeane geschippert sind und irgendwelche Objekte dort eingesammelt haben, Schätze und so weiter. Denn hin und wieder mal findet man einen Vampirschatz des Grafen Noctilus. Und jetzt kann er selber zum ersten Mal auf die Suche, auf die Jagd nach diesen verlorenen Schätzen gehen. Darüber hinaus gibt es noch eine dritte Vampir-Piratin, eine Fürstin, wenn ihr so wollt, die auch offiziell in der Warhammer Lore enthalten ist. Das ist hier die Aranissa Swordpite. Und ihr seht, die hat ein bisschen Kung-Fu drauf, obwohl sie unterhalb des Knies keine Beine mehr hat. Also die scheint ziemlich gut drauf zu sein. Wirkt auf mich deswegen auch so ein bisschen, als ob sie eventuell die Nahkämpferin unter den Charakteren ist. Aber das werden wir sehen. Ich habe hier noch nirgendwo reingeguckt, deswegen weiß ich das momentan tatsächlich nicht auswendig. Und es gibt noch eine vierte Vampirin, die wir spielen können, die offiziell, also ich habe nichts zu ihr gefunden, ich habe noch nie was von der gehört, aber sie ist drin, vielleicht eine Eigenmarke aus dem Hause CA, wir werden es sehen. Vielleicht kennt ja einer von euch Kylostra Dyrfin. Captain Sylostra Dyrfa. Die im Grunde so eine Art Benji darstellt unter den Vampiren. Oder Vampir-Piraten, wenn ihr so wollt. Und ja, ich weiß nicht, was sie kann, aber ihre Herausforderung ist hart. Hier haben wir eine Herausforderung, die leicht ist. Hier ist sie leicht und hier ist sie normal. Wir werden höchstwahrscheinlich entweder... Also ich bin echt am Überlegen, ob ich Graf Noctilus spielen will, muss ich ganz ehrlich sagen. Graf Noctilus macht mich persönlich am allermeisten an. Aber wir gehen ganz, ganz kurz mal auf alle Charaktere ein. Ich lese mal ganz, ganz kurz mal vor. Hier Luthor Harkon. Fraktionseffekte, also erstmal Herausforderungen normal. Diplomatische Beziehungen minus 30 mit Echsenmenschen, dafür Führerschaft plus 8 beim Kampf gegen Echsenmenschen. Also der scheint irgendwie Trouble mit Echsenmenschen zu haben und sie mit ihm. Kommandanteneffekte. Luthor Harkon ist eine gespaltene Persönlichkeit. Man weiß nie, welche seiner zahlreichen Persönlichkeiten gerade die Kontrolle übernimmt. Magieresistenz 25% für alle Einheiten für seine Armee sowie plus 3 vampirische Korruption. Er startet mit aufgedunsenen Leichen, explodierende Monster. Oder ein explodierendes Monster ist das im Grunde. Mit 1608 Lebenspunkten. Keine Ahnung, was das bewirkt. Wirkt auf mich so wie ein Modell, das tatsächlich einfach wie so eine Art Selbstmordattentäter rumläuft. Denn viele Lebenspunkte sind es tatsächlich nicht für eine einzelne Einheit. Da sollte es eher so 5000 sein. Ja, so wie hier zum Beispiel, ne? Hier die Deckwerfer, das ist das andere, mit dem er zusätzlich als Spezialeinheit startet. Das sind fliegende Pistolenkavalleristen. Na, das klingt ja schon mal krass. Das hatten wir noch nicht in diesem Spiel. Und dann haben wir noch die Leitheimsucher. Das ist eine monströse Infanterie, die Entsetzen verursacht und rüstungsdurchdringend ist. So, bei Graf Noctilus haben wir die Herausforderung leicht. Er ist bei der Armada von Sych. Hier hatten wir ja die Vampirküste. Moment. Ah, die haben also alle unterschiedliche Fraktionen im Grunde.
Also Herausforderung ist leicht. Erhaltet Kriegserklärungsmissionen mit einzigartigen Belohnungen. Rekrutierungskapazität der Piratenbesatzung plus 2, also man kann schneller Truppen aufstellen. Rekrutierungsdauer minus 1 Runden für Necrofex-Kolosse. Was auch immer das ist. Kommandanteneffekte. Unterhalt minus 20% für Necrofex-Kolosse. Also die sind dann auch noch günstiger. Sie sind schneller bei ihnen gebaut. Und sie kosten weniger. Und dann haben wir auch noch Waffenstärke plus 15% für große Einheiten der Vampirküste. Also Graf Noctilus, der kleckert nicht, sondern der klotzt. Der will, so wie es aussieht, eher die Big Boys haben. Und vielleicht auch Girls. Bei ihm haben wir also richtig große Monstereinheiten, die wir spielen können, weil er da überall fette Boni drauf bekommt. Und er startet mit den Wächter der Tiefe oder den Wächtern der Tiefe. Das ist eine Einheit mit 60 Mann, sie sind gepanzert, sie sind gut gegen Infanterie und sie sind amphibisch. Dann haben wir hier noch den Necrofex-Koloss, da haben wir ihn also auch schon, der bei ihm auch noch weniger Unterhalt kostet. Der ist rüstungsdurchdringendes, der hat ein rüstungsdurchdringendes Geschoss, also es ist ein Geschossmonster. Ist selber auch im Nahkampf rüstungsdurchdringend, verursacht Entsetzen und kann aus der Bewegung heraus feuern. Das klingt sehr, sehr mächtig und hat auch saumäßig viele Lebenspunkte. Also das könnte so eine High-Tier-Einheit sein, die er gleich von Anfang an hat und wenig kostet. Dann haben wir noch die Horde der Zombie-Artillerie. Das sind Pistolengeschoss-Infanteristen. Sie gelten als Fleischschild. Ich nehme mal an, dass das bedeutet, dass die keinem Effekt auf den Zerfall der Armee haben oder zumindest einen geringen. Das müssen wir uns alles nochmal im Detail anschauen. Ich kann da gerade eben bloß leider nicht hochgehen, denn ihr seht, was, wenn ich, ah doch, jetzt kann ich es hier versuchen, jetzt haben wir es. Diese Einheit richtet kaum nennenswerten Schaden an, eignet sich aber gut als Fleischschild. Sie absorbiert Schaden, aber andernfalls wertvolle Ziele treffen würde. Also im Grunde, sie zählen, so wie es aussieht, nicht wirklich als wirklich wichtig, was unsere Armee angeht. Man kann sie super zum Tanken verwenden, wenn man halt beschossen wird oder ja eventuell einfach auch mal Nahkampf annehmen muss. Sie können auch in Bewegung schießen und sind ebenfalls amphibisch. Dann haben wir hier natürlich noch die Aranissa Saltpike. Die gehört zu den Piraten von Sartosa. Bei ihr haben wir Einkommen durch Überfälle plus 50%, erhöhte Chance, Schatzkarten zu finden um 25%, Einkommen durch Ausrauben von Siedlungen um 20% erhöht, Führungseffekte der Charakteraura plus 12, also hat einen ordentlichen Mumm, die Dame. Waffenstärke plus 20% für Freischärler von Sartosa, für die Armee der Kommandantin. Und Nahkampfangriff für Freischärler von Sartosa, ebenfalls für ihre Armee. Also sie ist eher so die Infanterieführerin, die plündert wie Sau. Sie hat mit dabei verwesende Prometheaner, eine monströse Bestie, gepanzert, rüstungsdurchdringend, Verteidiger. Was bedeutet Verteidiger? Verteidiger bedeutet, diese Elite-Einheit glänzt bei der Bezwingung des Feindes im Nahkampf und verschafft so dem Rest der Armee Zeit, sich in Position zu bringen. Und sie sind auch amphibisch. Also so wie es aussieht, ist ja alles irgendwie amphibisch. Dann haben wir hier noch die Deckschützen. Die sind Spezialgeschossinfanterie mit rüstungsdurchdringenden Geschossen, ebenfalls amphibisch. Und Freischärler von Sartosa, die mit der sie hier entsprechende Boni mitbringt. Die sind gut gegen Infanterie, haben eine Vorhutsaufstellung, also können den Gegner sehr, sehr schnell überrumpeln. Wovon ich persönlich allerdings nur selten irgendwie großartig was gehabt habe, wenn eine Armee so etwas hatte. Und auch diese sind amphibisch. So, und jetzt kommen wir noch zur letzten, zu der mir persönlich völlig unbekannten Kylostra Dalphin. Wie gesagt, Herausforderung ist hart. Bei ihr Loyalität plus 2 für neue Rekruten. Also wir sehen auch, wir werden es auch hier ähnlich wie mit dem Dunkelelfen mit einem Loyalitätssystem zu tun haben. Unterhalt minus 20% für Sirenen und Leitheimsucher. Die sind also günstiger. Die Rekrutierungskosten für selbige sind ebenfalls um 20% reduziert. Und es gibt eine physische Resistenz für alle Einheiten von 5% für ja, alle Einheiten in der Armee im Grunde. Darüber hinaus hat die gesamte Armee magische Angriffe, was wiederum bedeutet, dass physische Resistenz von anderen Einheiten, anderer Armeen im Grunde nicht zur Geltung kommt. Das ist wahrscheinlich sogar eine der mächtigsten Fähigkeiten. So, wie gesagt, ich persönlich möchte jetzt mit euch zusammen hier die Armada von Siege mit Graf Noctilus spielen und durchstarten. Ich persönlich hoffe, ihr seid dabei. Hab hier gerade eben noch mal ganz, ganz kurz hier die Werbung für Games Planet ausgemacht. An der Stelle, wie gesagt, legen wir jetzt los. Wir spielen natürlich wie immer auf sehr schwer. Und ich freue mich jetzt, mit euch zusammen hier zu beginnen.
Sartosa. They say Wolfhart's ship, the Vengeance, is sunk. 60 cannons and 200 souls lost to the deep. They say it was a fell storm that took her. Or some say it was pirates from the Maelstrom. They say she was lost here, in the realm of Luther Harkon. And to trespass in these waters is to invite death on board. But then they know nothing. You waste our time. Wait! This is the map you are looking for, crafted by Captain Jacob Wolfhart himself. I beg your patience, for its secrets are easily missed. Mathlanka, Semga. Witness Wolfhart's obsession, a life spent chasing tavern stories and myths. Sightings, eyewitness accounts, 100 shipwrecks named and dated. Like you, Wolfhart knew it was no storm or jagged rocks that caused their demise. It was the Tide Maker, the ancient merworm. The elves named it Aminar. Wolfhart's ship, where is it? Ah, yes, its final resting place. It was here he fought the beast, the fight to the death. All but one of his crew were lost. It was he who marked the map with this cross. The Vengeance lies here. And if the story runs true, a weapon lies with her. A weapon to kill the unkillable. To challenge the beast is to challenge the sea itself, cursing all that sail with its retribution. Wolfhart sought infamy for killing the beast, but the question remains, why would your kind seek it? Why all these storms? We go hunt. Yes, hunt beasts. Us, no barrack. Stand for me. My lord, we have the map. What are your orders? Kill the beast. Resurrect the beast. Rule the waves. Aye, aye, Captain. Also dreht sich hier wohl so einiges um diese Meeresbestie. Wir sollen sie finden, töten und dann wohl wieder erwecken. Wahrscheinlich möchte Graf Noctilus sie zu einem Diener, einem Sklaven seiner untoten Horde machen. Oder vielleicht sogar zu einem Schiff. Wir werden es erleben. Jetzt legen wir erstmal los. Auch für mich ist es das erste Mal, dass ich jetzt hier ins Spiel mit den Piraten der Vampirküste bzw. hier, in the Galleon's Graveyard. The raging power of the Maelstrom makes me all but untouchable. Only a fool would dare challenge me here. The deluded Caladorian elves have launched patrols into the great ocean. For this, they shall feel my wrath. The long-limbed cretins are ever prepared for invasion, with much of Ulthuan heavily fortified, particularly their ostentatious capital, Lothurn. While I bolster my fleet for invasion, the shores of Araby offer other delectable targets, whose riches I will gladly take. The hapless Luther Harkon dwells nearby.
A fellow Lord of the Night may be a useful ally, but his unstable mind also makes him a potential threat. Nothing, however, is as important as the magic I draw from the Galleon's graveyard. I shall harness its strength and dominate the seas. All shall bow to my necromantic supremacy. Also gut, wir haben also hier mehrere Möglichkeiten. Ja, Spieleigenschaften sind momentan noch nicht eingeblendet. Das könnte unter Umständen an der Presseversion liegen, die mir hier vorliegt. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich nehme mal an, dass das im fertigen Spiel nicht mehr so sein wird. Ich weiß es aber nicht. So, Mission erteilt. Besiege die Armeen des folgenden Kommandanten in der Schlacht. Meri von Kalidor. Ja, das ist der hier. Das sind diese Patrouillen, die er im Grunde hier geschickt hat, wie es gerade eben geheißen hat. Beschreibung. Ein Kommandant aus Kalidor ist zum Galeon-Friedhof gereist. Dieser Azur muss für solch ein Vergehen gegenüber des Herrn des Meeres bestraft werden. Macht die Flotte der verdammten Schlacht bereit und stecht in See. Als Belohnung bekommen wir angetrieben durch den Tod plus 100% Bewegungsreichweite für alle Armeen 5 Runden lang. Das ist so schlecht nicht. So, darüber hinaus müssen wir eine versteckte Schatzkarte finden, dann bekommen wir nochmal Gold und Infamie. Infamie, das ist so wie es aussieht. Was ist das eigentlich genau? Bin mal gespannt. Das müsste ja eigentlich die, so eine Art... Ah, hier Infamie, genau, das ist das hier. Hier sind die gefürchteten Piraten, die jemals die Ozeane befahren haben, nach dem Grad ihrer erworbenen Infamie aufgeführt. Also im Grunde ist es so eine Art Highscore für Piraten. Ihr könnt eure Infamie durch Aktionen wie Töten feindlicher Streitkräfte in Kämpfen, Niederreißen von Siedlungen, Ermorden von Charakteren, Gründen von Piratenbuchten erhöhen. So, ganz, ganz unten sind wir momentan mit 200 Punkten, das sind wir auf Rang 14. Mit 400 würden wir dann die Kylostra überholen, dann die Aranisa, dann den Lusor und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich noch krassere Typen wie der Ashuk, der blutige Gentleman Jenkins, Manischer, Muletzon, Reichsmarschall, Hackstein, Schwarzbart, Sloppy, Creekshank, Firon, Wellenmacher, Datan, Kaltauge, Capitano Sissio oder Sissicchio und Baron von Hesti. Das wäre sozusagen der allerhöchste. Okidoki. Also das, wir müssen einfach quasi genau das tun, was dran steht. Töten, plündern, brandschatzen. Und damit werden wir automatisch fröhlich aufsteigen. So, es gibt ja auch noch eine Seemannslied, Strophe 1. Dann gibt es noch Strophe 2 und Strophe 3. Das Armeefähigkeit Seemannslied, erste Strophe, alle Armeen. Das ist ein Verstärkungsbereich, dauert 30 Sekunden. Das ist so ein Buff, so wie es aussieht. Und gilt dann kartenweit plus 20% Nahkampfabwehr plus 20% Nachladefähigkeit. Hat eine Abklingzeit von 120 Sekunden. Momentan haben wir das aber, so wie es aussieht, noch nicht. Genauso wie auch die zweite Strophe natürlich nicht, wo wir dann quasi nochmal statt plus 20 dann halt plus 30 Punkte da drauf bekämen. So wie die dritte Strophe, wo wir dann quasi das Ganze mit plus 40 hätten. Die Suche nach Vergeltung. Besiegt die Armee des folgenden Kommandanten in der Schlacht. Tarkit der Untergebene, die Korsaren der versunkenen Länder. Das ist irgendwo hier. Dann bekommen wir den Stern mit, die Sternmetallharpunen sowie 7000 Gold. Okidoki. So weit, so gut. Jetzt können wir uns als allererstes mal angucken, was haben wir hier eigentlich. Wir sind hier ziemlich nah an Ultuan, wie wir gerade eben sehen. Hier ist Kalidor. Mitten im Ozean. Übrigens das hier, wie ihr seht, das ist nicht die Reiche der sterblichen Kampagne, sondern wir spielen hier im Grunde die Mahlstrom-Kampagne. Man kann aber die Piraten in beiden spielen. Ich habe mir bloß gedacht, von Anfang wäre sicherlich eine Storyline-getriebene Kampagne besser. Deswegen habe ich mich für diese Variante entschieden und nicht für die Reiche der Sterblichen. So, wir gucken mal hier jetzt in den Galeonenfriedhof hinein. Das scheint im Grunde so unsere Hauptstadt zu sein, wie wir sehen. Das ist eine strategische Position. Diese Position ist von besonderer Bedeutung. Dies gewährt womöglich eine einzigartige Gebäudekette. Wir haben jetzt hier den Mahlstrom, der ist momentan ruhend. Also wir haben hier jetzt einen Mahlstrom und dann gibt es noch den magischen Mahlstrom. Es gibt sehr viele Mahlströme, so wie es aussieht in der Warhammer World. Gibt hier schon mal ordentlich vampirische Korruption bis... Ja, okay, die vampirische Korruption bleibt immer gleich, aber... Ja, wir sehen quasi, dass da schon ein paar ordentliche Garnisonen da sind. Boah, das ist ja mal krass, wie viele das sind. Hauptsächlich
Also beinahe jede Einheit eigentlich nur einmal, bis auf die Horde der Zombie-Artillerie. Dann haben wir hier natürlich noch die Möglichkeit, hier entsprechend also einen Hafen auszubauen oder eine Werft. Hier können wir dann noch Einheiten aufbauen. Insgesamt möchte ich mal ganz kurz mal gucken, was haben wir denn hier für einen im Gebäude-Browser drin. Hier können wir zum Beispiel noch das Wrack der Heldenhammer uns hier herholen, wenn wir dann quasi auf Stufe 5 mit der Stadt sind. Das gibt uns Rang der Rekrutierung bei der Artillerie plus 4, Rekrutierungskosten für Artillerie reduziert, sowie Waffenstärke der Artillerieeinheiten reduziert. Wir können neben der Seemannskaserne auch noch eine Pistolenkaserne oder so eine Art Fernkampfkaserne im Grunde aufbauen. Und eine Kaserne für fliegende Einheiten, sowie eine Artillerie, wie nennt sich das? Oh Gott, ich hab's vergessen. Da, wo man halt das ganze Schießpulver und so lagert, ne? Das hat auch so einen speziellen Namen. Und jetzt fällt er mir natürlich gerade eben nicht ein, weil mein Gehirn wieder so toll ist wie eh und je. Dann haben wir hier noch einen Ort, wo wir Monster rekrutieren können. Hier extra den Necrofex. Das erinnert mich so ein bisschen an die Gruftkönige. Da gab es ja auch quasi für die Sphinx so einen Ort, wo man hier nur eine einzelne Sache quasi herstellen konnte. Und das also im Grunde das Gebäude hergestellt. Und das war dann im Grunde eigentlich auch 1:1 das Monstrum. Dann können wir ja noch für Wachstum etwas bauen, für öffentliche Ordnung, für Korruption, vampirische Selbstverständlichkeit und unseren Einkommenvorrat an Beute erhöhen. Alles klar. Gut, dann schauen wir mal. Der hier ist wahrscheinlich ziemlich angefipst. Wir haben hier deutlich bessere Einheiten. Hier können wir unser Piratenschiff, das erinnert jetzt hier so ein bisschen an die Dunkelelfen. Wir können das Piratenschiff selber auch noch wie eine Stadt behandeln, wie wir sehen. Ne? Können den Rekrutierungsplatz nach oben schieben. Wir können hier dann auch noch hier den Unterhalt für alle Einheiten hier reduzieren. Bisschen zu -20%, das ist eine ganze Menge. Und dann auch noch hier, ja, das Hauptdeck, ein Spardeck. Ja, wie schön. Dann können wir die Horde der Zombie-Arbeiter hier im Grunde ausbilden. Später dann hier gemeine Hunde. Dann haben die Horde der Zombie-Deckarbeiter auch noch Stangenwaffen. Wächter der Tiefe mit Stangenwaffen. Wir können, wenn wir wollen, die Stückpforten, also Löcher an der Flanke machen. Horde der Zombie-Artillerie, das ist also sozusagen eine Kanonenmöglichkeit, die uns auch ermöglicht, hier im Grunde Einheiten zu rekrutieren. Und wir können, Entschuldigung, einen Ausguck machen, der uns im Grunde Flugeinheiten hier, so wie es aussieht, verschafft. Hier natürlich auch noch hier eine Kanonenbatterie, die uns Mörser, Karonade und Deckschützen sowie die Armeefähigkeit Norsegebrüll ermöglicht und auch noch Schiffsraum. Angriff annehmen erhöht im Grunde, also ermöglicht die Rekrutierung von belebten Kolossen und aufgedunsenen Leichen. Hier haben wir dann den Frachtraum, da gibt es dann auch noch Sirenen dazu, verwesende Prometheaner und Leitheimsucher und ganz zum Schluss den verwesenden Leviathan. Ich denke, dass wir wahrscheinlich eigentlich ganz, ganz gut fahren, wenn wir am Anfang eventuell fangen wir mit dem Spardeck an, was halten wir davon? Ne? Und bauen noch das hier aus. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier damit fahren kann. Nee, kann ich tatsächlich nicht. Also ich kann den Typen jetzt hier nicht angreifen. Aber wir wollen natürlich angreifen, denn wir wollen ja sehen, was wir hier für Einheiten haben. Kann ich direkt irgendwelche Zombies hier heraufbeschwören? Ja, das kann ich. Ich kann die Horde der Zombie-Artillerie, Musketen heraufbeschwören. Ich kann ja die Horde der Zombie-Deckarbeiter, Zombie-Artillerie und dann auch noch aufgelunsene Leiche. Alles hier sofort hier heraufbeschwören. Und dann können wir hoffentlich diesen Typen jetzt hier gleich platt machen. Kann ich das? Kann ich das nicht? Ich kann das interessanterweise nicht. Warte mal. Doch, jetzt kann ich es nicht. Ich muss bloß hier ausschalten. So, ich möchte nämlich die Einheiten jetzt hier auch gleich hier am Start erleben. Ja, der hat jetzt interessanterweise überhaupt gar keinen Bock auf ein Gefecht mit uns. Das finde ich jetzt irgendwie keck von ihm. Und alles andere als nett. Na gut, das heißt also, dass wir jetzt hier tatsächlich dann doch nochmal ein paar Einheiten hier... ja, wir würden, wenn wir könnten. Wir können es aber nicht. Wir haben nämlich noch nichts. Okay, dann machen wir es anders. Dann bauen wir jetzt halt dann doch hier aus. Relativ stumpf, oder was? Es gibt ja auch noch andere Sachen, die ich gerade eben sehe. Ne? Wir können auch noch hier Bramsegel machen. Das erhöht unsere Bewegungsreichweite. Oh, so wie die Pinne. Unterhalt für alle Einheiten nochmal reduzieren. Noch mehr vampirische Korruption. Einfacher Holzrumpf. Verlustverstärkungsrate wird verstärkt. Und dann auch noch hier schwerer Ballast. Wir haben also mehr Einheitenerfahrung. Sowie Piratenschiffswachstum wird erhöht. Oh, das ist sehr, sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann haben wir hier noch zum Schluss Pfeil, ein Wahrzeichen.
Das produziert Infamie pro Runde. Nahkampfabwehr für alle Einheiten beim Verteidigen und Geschossschaden plus 5% für Karonaden, Mörser und Co. Geht hoch hier bis zu diesen Boni. Und wir haben dann noch die Sylvanische Befestigung, die dann auch nochmal Nahkampfabwehr für alle Einheiten hier gibt. Die Rüstung für alle Einheiten sowie Verlustverstärkungsrate und so weiter und so fort. Ja, ich bin ein Fan von dem Gedanken, erstmal hier quasi das Piratenschiff wachsen zu lassen. Einheitenerfahrung und Piratenschiff wachsen. So wie das hier zu bauen. Und jetzt, ja, wir können diesen Typen hier gerade eben leider noch gar nicht angreifen. Ich kann hier auch momentan nichts machen. Wir haben hier noch die Möglichkeit zu forschen natürlich. Da gibt es hier 4 verschiedene Forschungszweige. Einmal die Feuerkraft, dann das Kommando Schrott und legendäre Admirale. Ah, da bekommen wir, so wie es aussieht, Kommandanten mit ihren entsprechenden Eigenschaften freigeschaltet. Deswegen kostet es auch wahrscheinlich gleich hier von Anfang an 6 Runden. Und wir würden immun gegen Verschleiß durch Sturm und Riff hier bekommen. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Das heißt also, dass wir im Grunde überall durchfahren können, egal wo wir wollen. Und uns kann niemand und nichts was, der irgendwie nicht dann doch irgendwie lebendig ist oder uns zumindest hauen will. Die Natur haut uns dann nicht mehr oder die Umgebung. Dann haben wir noch Schrott, bergt Leichen, sorgt im Grunde für Verlustverstärkungsrate für Horde der Zombie-Arbeiter und Artillerie. Gibt dann hier also, so wie es aussieht, vampirische Korruption, Kosten für Tote erwecken, reduzieren, bezwingt die imperialen Seeräuber, dann passiert wohl irgendwas. Totenkopf, Attribut Schleicher wird hier zugefügt, also sie werden nicht mehr so leicht entdeckt beim Rumlaufen. Es gibt Rettungszauber, das hier auf Vordertechnologie Bergleichen, okay, Bergleichen, also wir wissen noch nicht, was es bringt. Genauso wenig wie hier. Hier nochmal Verlustverstärkungsrate. Hier ist auch nochmal irgendetwas dabei. Also diese kleinen Fehler, die wir sehen, sind wahrscheinlich darauf hinauszuführen, dass wir hier letzten Endes eine Presseversion haben. Das ist halt noch nicht hundertprozentig final und wird wahrscheinlich in der richtigen Version, es ist halt eine andere Version als eure, wahrscheinlich anders sein. So, dann haben wir noch bereit machen. Das macht hier natürlich, wie gesagt, ich finde es interessant, dass hier ausgerechnet, dass hier Geschossschaden für Horde ist, wenn hier Feuerkraft ist. Also hier gibt es plus 5% auf die Horde, Geschossschaden für Zombie-Artillerie. Ja, das brauchen wir uns gerade eben alles gar nicht so sehr angucken. Und wir haben dann noch hier die Feuerkraft, organisierte Besatzung. Das gibt hier, ja, Führerschaft auf die Einheiten. Jetzt bin ich schon ein Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich möchte hier schon rumschippern können, ohne dass mir die Welt auf den Kopf fällt. Wir können hier auch gleich nochmal eine, ein Dingenskirchens, wie nennt sich das nochmal, ein Erlass erlassen. Da gibt es zur Auswahl, baggert das Meer aus, Rekrutierungskosten werden reduziert, Wachstum wird erhöht, lokale Rekrutierungskapazität erhöht. Dann haben wir noch plus irgendwas öffentliche Ordnung, Loyalität nimmt nicht ab, der lokalen Armee, oh, das ist sehr, sehr gut. Halt nur, wenn man eine Armee dort stationiert, ne. Dann haben wir noch mehr Pulver, Belagerungszeit plus 3. Munition plus 25% und globale Rekrutierungskapazität plus 1 und Fledermausschwärme, Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte minus 20% für Armeen, die die Runde in dieser Region beginnen. Okay, und dann auch noch vampirische Korruption plus 2. Was will ich denn am Anfang haben? Nichts davon ist wirklich wirtschaftlich wichtig. Machen wir mal das da. Klingt eigentlich erstmal ganz gut. Mit wem haben wir eigentlich diplomatische Kontakte? Wir haben mit der Vampirküste Kontakt. Mit dem werden wir wahrscheinlich am Anfang höchstens nicht Angriffspakt hinbekommen. Ja, in der ersten Runde klappt sowas nicht. Lass uns jetzt hier mal kurz mal eine Runde wenigstens gespielt haben. Vielleicht haut der Kollege jetzt ab. Ja, der haut ab, leider. Aber vielleicht kriegen wir ihn ja trotzdem noch. Er ist nicht so weit weg. Er ist nicht völlig außerhalb unserer Reichweite. Und wir werden uns ihn natürlich vorknöpfen, sobald wir können. Mission erteilt. Erobert und besetzt eine Siedlung der folgenden Fraktion Kaledor. Ja, das ist der Plan. Gibt es Infamie und Schatzkammer. So, wir haben jetzt hier das hier schon auf die nächste Stufe aufgebaut. Dadurch haben wir jetzt hier schon Piratenschiffwachstum erhöht. Wir kommen hier tatsächlich nicht so schnell voran. Nothing shall stop. Das ist irritierend. Also wir sind nicht gerade das schnellste Piratenschiff, wenn ich das mal so sagen darf. So. Kann ich nochmal was... Ah, hier kann ich jetzt theoretisch Kommandanten rekrutieren. Also würde ich wahrscheinlich noch eine weitere Flotte aufstellen. Was haben wir hier noch? Ich könnte nochmal 2 davon aufstellen. Wow, warum nicht? Ne? Also besser als gar nichts am Anfang. Hier geht auch nichts und jetzt gehen wir mal in die Diplomatie. Ist die Vampirküste jetzt gesprächsbereit?
An empty vessel still has a purpose. Er findet uns halt grundsätzlich nicht so geil. Out of the question. Ja, da werden wir wahrscheinlich keinen Erfolg haben. Wir haben auch mit sonst niemandem Kontakt. Ja gut, wir sind Piraten. Wir genügen uns selbst. Oh, es gibt Ämter. Oh, es gibt ein Ämtersystem hier mit dem Flottenminister. Da gibt es ordentliche Boni auf Unterhalt, Loyalität, Hordenrekrutierung, globale Rekrutierung. Und dann gibt es noch den die Schiffsadmiralität der Flotte. Auch mit Bewegungsreichweitbonus, Verschleiß und Kampagnensichtfeldbonus. Der Vollzugsadmiral der Flotte, also der hat gleich so einen richtigen eigenen kleinen Staat um sich rum, ne? Physische Resistenz, Heldenkapazität, Rang des Helden und so weiter und so fort. So, Stabsadmiralität der Flotte, Subadmiralität der Flotte, Führerschaft, Verlustversteigerungsrate, Nahkampfabwehr für diverse Einheiten. Dann gibt es noch den Artilleriemeister, es gibt den Bestienmeister, es gibt den Flottentechnikus und den Schatzmeister. Und ich kann diese Leute auch wieder rausschmeißen. Momentan habe ich natürlich noch keine Kommandanten zur Auswahl, die hier in Frage kämen. Schauen wir uns mal den Skill Tree oder die Skill Trees von Graf Noctilus an. So, er hat hier erstmal Meister der Flotte. Das gibt Bonus auf den Kommandanten, den wir als nächstes rekrutieren. Ab Rang 12 allerdings erst. Dann gibt es noch den regenerativen Rumpf, Verlustverstärkungsrate, alle Einheiten der Armee des Kommandanten wird erhöht, sowie die lokale Rekrutierung. Vandale, Piratenschiffwachstum wird erhöht, Einkommen durch Überfälle wird erhöht, sowie Einkommen durch Ausrauben von Siedlungen. Aus der Linie der von Karsteins, passive Fähigkeit Regeneration und verursacht dann in Sätzen. Meeresfluch, Führerschaft plus 8 für Wächter der Tiefe sowie Nahkampfabwehr für Wächter der Tiefe und unbezwingbare Flotte, Führerschaft und Attribut unerschütterlich. Oh, das heißt, die ploppen nicht. Also ploppen heißt bei umgangssprachlich, so wie ich immer früher Warhammer Tabletop gespielt habe, dass halt die Untoten, wenn sie Moral verlieren, ab einem gewissen Punkt die Moral halt einfach nicht schaffen, wupp, einfach komplett auseinanderfallen. Ganze Regimenter. Das erleben wir ja auch hier in Total War Warhammer 2, dass wenn die Moral der Untoten Armee in sich zusammenbricht, dann sterben die alle mehr oder weniger gleichzeitig. Ne? Das nennt man ploppen, oder zumindest nenne ich das so ploppen. Und mit unerschütterlich dürften sie nicht mehr ploppen. Also das heißt, die kämpfen einfach weiter, bis sie alle tot sind. Und davon rennen werden sie wahrscheinlich nicht, weil sie untot sind. So, dann haben wir noch, so wie es aussieht, das ist eine Kampftree Affenjacke, gibt einen Rettungszauber von 5%. Also im Grunde jegliche Art von Schaden dürfte mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% absorbiert werden. Haudegen, Nahkampfangriff, gibt es hier in 3 Stufen. Bis zu Nahkampfangriff 8 und Geschossresistenz. Dann haben wir den Meisterschlag, der gibt Waffenstärke auf bis zu 20 nach oben. Dann haben wir gezeichneter Veteran, das gibt Trefferpunkte bis zu 15%. Schwer zu treffen, gibt Nahkampfabwehr bis zu 12 Punkten. Dann gibt es noch Verhöhnen, ist ein Debuff, der, also in dem Fall ein Fluch, der reduziert die Rüstung, die Nahkampfabwehr und die Geschwindigkeit eines Gegners. Dann haben wir hier noch das Entermesser mit der Waffenstärke von 5, bis zu 5%, also nochmal plus 20 Waffenstärke. Sie haben 2 Skills, die die Waffenstärke erhöhen und hier auch noch einen Bonus gegen Infanterie geben. Das heißt also, wir haben im Grunde hier schon mal einen echten Infanterie-Killer im Graf Noctilus. Klingenschild gibt nochmal Nahkampfabwehr und dann haben wir noch den vampirischen Sprung. Das erhöht seinen Angriffsbonus beim Charge. Dann haben wir noch weiteren Glutaugen plus 9 auf das Nahkampfangriff und Schwindler ist nochmal ein Fluch, ein Debuff, der nochmal minus 27% Nahkampfabwehr, minus 30 Rüstung und minus 24 Geschwindigkeit ermöglicht. Ist unter Umständen, ist das vielleicht ein Upgrade zum Verhöhnen? Es könnte ein Upgrade des Verhöhnens sein, wobei es sieht aus wie ein Zahlendreher. 17 Sekunden, 32 Sekunden. Also ich glaube, es ist einfach nur ein Upgrade von dem hier und läuft dann halt länger. Selbe Werte, nur teilweise halt anders gedreht. Dann halt 32 Sekunden statt 17 Sekunden. Genau, ersetzt Verhöhnen. Ja, es ist ein Upgrade, sehen wir. Ersetzt Verhöhnen, alles klar. Dann haben wir noch Melkots mystisches Miasma. Das sind jetzt hier die Zauber, die er noch mitbringt. Fluch des Untodes. Dann haben wir noch Anrufung von Nehek. Erfüllt Trefferpunkte wieder auf übrigens Fluch des Untodes. Lässt Kämpfer wieder auferstehen und so weiter und so fort. Das ist also sozusagen dafür zu sorgen, dass seine eigene Armee nicht auseinanderfällt. Dann hier quasi Anrufen von Nag, sorgt im Grunde dafür, dass Einheiten regenerieren, die schon Schaden genommen haben und Einheiten stehen auch wieder auf. Ertrunkene Tote beschwört Einheiten der Horde der Zombie-Piraten herauf, ist im Grunde so ähnlich, wie wir es bei den anderen Piraten haben, bei den anderen Vampiren haben, dass dann im Grunde Skelette oder Zombies kommen. Hier kommen halt einfach Horde der Zombie-Piraten-Artillerie. Und die Einheiten degenerieren natürlich mit der Zeit. Dann haben wir noch Nagender Zweifel. Das ist eine Fluch oder ein Debuff für gegnerische Einheiten.
Ist auf den Boden gesetzt, also nicht auf eine Einheit selbst gezielt. Wenn man es im Nahkampf gut zielt, bekommen die halt einen Malus auf Führerschaft. Sie rennen also eher weg, sowie verlieren Rüstung. Sie sterben also schneller. Dann hier der Klassiker Ausweichen, natürlich mit Nahkampfabwehr und Geschwindigkeit. Dann kommt hier noch Lug und Trug. Erhöht die Geschwindigkeit für alle Verbündeten, wenn gezaubert wird, so wie es aussieht. Dann Schattengrube, verursacht moderaten magischen Schaden, ist auf eine Zone zu setzen, ist gut gegen Panzerung, stark gegen mehrere Einheiten, also so ein richtiger schwer gepanzerter Einheitenkiller, die Schattengrube im Grunde der Killer für Chaoskrieger und Chaosritter und so weiter und so fort, wenn sie halt stationär irgendwo rumstehen. Seelenwind verursacht starken magischen Schaden, mittlerer sich nach vorne bewegender Wirkungsbereich, also wahrscheinlich so ein Kegel oder so ein Streifen, nehme ich mal an. Ja, schwach gegen einzelne Kämpfer, klassisch. Also hier sehen wir quasi, er ist sozusagen der Einheitenkiller, also für einzelne Charaktere, und das ist hier sozusagen jetzt die Möglichkeit, mit ihm ganze Truppen auseinanderzunehmen. Dann haben wir noch die Erdung, reduziert die Wahrscheinlichkeit auf Kontrollverlust, nochmal Magie-Erdung, erhöht seine magische Energiereserve, und Arkane Kanalisierung kennen wir, verbessert die Nachladerate. So, dann sind wir gleich durch. Dann haben wir hier noch den Buff sozusagen für die eigene Armee, also oder für die eigene Truppe, die um ihn herum ist. Inspirierende Gegenwart erhöht die Charakteraura. Dann haben wir hier noch von Schrauben zusammengehalten. Erhöht die Nahkampfabwehr um bis zu 8 Punkte. Oh, okay, nur um 8 Punkte. Für Zombie-Deckarbeiter und Wächter der Tiefe. Allerdings ein bisschen am Ende auch noch einen Führerschaftsbonus. Dann haben wir wiedererweckte Meisterschütze. Bringt am Anfang Munition für die Horde der Zombie-Artillerie und die Prometheaner sowie Deckschützen. Am Ende gibt es dann plus 12 Geschossschaden plus 18% Munition. Schwarzpulverüberladung gibt am Anfang Munition für die Karonaden, Mörser und Queen Bess. Am Ende gibt es dann plus 12% Geschossschaden und plus 18% Munition, genauso wie das andere für diese Einheiten. Dann haben wir den faulenden Tod. Gibt physische Resistenz von 3% für verwesende Prometheaner, verwesende Leviathane und Necrofex-Kolosse. Am Ende sind es dann plus 10% und plus 8 Nahkampfabwehr. Quälender Schrecken bringt Geschossschaden plus 10% für Deckwerfer. Am Ende sind es tatsächlich für Flederbestien und gemeine Hunde und Sirenen plus 8 Nahkampfangriff, Geschossschaden plus 20% für Deckwerfer und Angriffsbonus plus 12 für Flederbestien und gemeine Hunde und Sirenen. Dann haben wir noch die Möglichkeit, die Ertrunkenen. Waffenstärke plus 6 für belebte Kolosse und Leibheimsucher. Und am Ende sind es dann plus 12% für die belebten Kolosse und Leibheimsucher. Sowie plus 8 für Nahkampfangriff für die Kolosse und Leibheimsucher. Und Geschwindigkeit für aufgedunsene Leichen von 12%. So, da sind wir aber noch nicht zu Ende. Wir haben dann noch Halt. Halt ist ein Verstärkungsbuff im Bereich. Erhöht den Waffenschaden, die Führerschaft und den rüstungsdurchdringenden Schaden für eine entsprechende Einheit, so wie es aussieht, wirkt sich auf Verbündete in Reichweite aus, also ist wahrscheinlich einfach eine Fähigkeit, die er anmacht, und alle, die um ihn herum sind, die werden davon betroffen, also innerhalb von 40 Meter. Tödlicher Marsch erhöht hier entsprechende Werte der Horde, der Zombie-Arbeiter, Wächter der Tiefe und Aufbündungsleiche ab Rang 7. Dasselbe gibt es dann hier, oder ähnliche Buffs ab Rang 7 gibt es dann für die Horde der Zombie-Artillerie, Artillerie-Horde, verwesene Prometheaner, Deckschützen, bla 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 bla, also das übliche, kennt ihr ja, hier kommen jetzt ja diese Elite-Sachen, sind ein paar sehr, sehr nette Sachen dabei, die werden wir uns alle im Detail, wenn es dann soweit ist, angucken. Zum Schluss gibt es noch alle Mann an Deck. So, gibt dann hier auch nochmal einen ordentlichen Buff für die Umgebenden. Dann gibt es den klassischen Marschierer. Es gibt zum Dienstbereit, es reduziert die Rekrutierungskosten. Wir können die Geisterflotte machen. Gibt auch nochmal einen Bonus auf die Verlustverstärkungsrate. Finde ich eigentlich persönlich immer sehr, sehr nice, weil man dann sehr, sehr schnell wieder am Start ist und loslegen kann. Dann gibt es hier Freibeuter, Chance auf Diebstahl von magischen Gegenständen sowie Einkommen nach Beute können wir erhöhen. Seebären haben wir, Führerschaft bei Kämpfen auf See, Einkommen durch Ausrauben von Siedlungen. Dann haben wir den ewigen Piraten, Rang bei der Rekrutierung plus 1 für alle Einheiten, lokale Rekrutierungskapazität von plus 1 und Kosten für Tote erwecken minus 15%. Ja, dann gucken wir mal, Blitzschlag kennen wir natürlich, ermöglicht Blitzschlachten, also dass sozusagen, dass keine Verstärkungen mit eingreifen können. Dann haben wir noch lebendiges Schiff, Baukosten werden reduziert, sowie das Wachstum des Schiffes verbessert. Spielergeist, Erfolgschance der Aktionen feindlicher Helden wird reduziert, sowie Chance auf Abwehr des Hinterhalts erhöht. Dann haben wir noch als vorletztes Syl und Schutzmittel. Unterhalt minus 3% für alle Einheiten, geht am Ende auf minus 15%, also am Ende ist er hier beinahe für lau unterwegs. Und Totenkopfflagge reduziert auch noch den Unterhalt für die eigenen Einheiten, erhöht Bewegungsreichweite, die Heldenselbstverteidigung steigt, der Rang der Rekrutierung für alle Einheiten wird erhöht um 1 und die Kosten für Toterwecken wird um 10% reduziert. So, jetzt sind wir beinahe durch. 3 Sachen haben wir vergessen oder 4.
Er kann hier noch bekommen Aufgabe, allerdings er muss eine Aufgabe erfüllen, dann hier Kapitän Roths Monduhr. Das sieht so als aus, ist also eine Möglichkeit nochmal irgendwie eine Einheit Horde hochzubeschwören. Dann hat er den Necrofex-Koloss, den kann er als Reittier, so wie es aussieht, verwenden. Dann sehen wir auch schon grob die Werte, die er dann hier haben wird. Also eine Rüstung geht runter, der Schaden auch, dafür hat er dann auch Fernkampf. Dann hat er noch einen Glücksbringer, das gibt ihm Geschossresistenz und dann nochmal 8% mehr Lebenspunkte. Meine Fresse, jetzt haben wir hoffentlich alles durch, meine lieben Leute. Wir können ja gerade nochmal gucken, das ist eine Schatzkarte. Rätsel des Kartografen. Wenn der Drache schläft, brennt im Ofen ein Feuer. Der Tand des Schöpfers wartet auf seinen Erzeuger. Zoom zum Standort. Ah, okay. Das heißt also, ich muss dorthin und muss dann dort, so wie es aussieht, mit dem Schatz irgendwas tun. Das klingt doch an und für sich schon mal vernünftig. Also ich muss sowieso in die Richtung. Das werden wir dann in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Ich bedanke mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit, liebe Leute. Und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, ne, dass ihr das Spiel einerseits bei Steam kaufen könnt. Andererseits aber auch, wenn ihr wollt, wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, auch gerne bei Gamesplanet, meinem Partnershop. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dorthin. Es sind keine Mehrkosten für euch. Es ist einfach nur sozusagen eine Unterstützung für mich, wenn ihr es dort kauft. Würde mich sehr freuen. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. In dem Sinne wünsche ich euch, wie gesagt, eine schöne Zeit und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss und ade.